Hallo, wir sind zurück hier in der Bitbasherei in Zürich. In diesem Jahr ist so vieles anders. Auch der Kongress ist nicht ganz so, wie wir uns gewünscht haben. Aber eines bleibt gleich. Und zwar der alljährliche Vortrag mit dem Titel Netzpolitik zwischen Bodensee und Matterhorn, in dem Kire und Paki uns von der Digitalen Gesellschaft Schweiz über das netzpolitische Geschehen in der Schweiz informieren. Wenn ihr Fragen an die Speaker habt, dann stellt diese bitte im Chat. Den Link dazu findet ihr unterhalb des Streams. Dann freue ich mich nun zu hören, wie es so bei uns in der Schweiz netzpolitisch läuft. Ja, vielen Dank, Daniel, für die netten Worte. Das ist Kire, ich bin Paki. Und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir haben jetzt ein bisschen Verspätung. Das seht ihr dann aber auf dem Recording natürlich nicht mehr. Dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, um in die Erfahrung zu bringen, was dieses Jahr lief und was nächstes Jahr dann wohl wieder uns beschäftigen wird. Die digitale Gesellschaft steht nicht alleine da. Sie sind ein Zusammenschluss. Die Vereine auf dieser Folie sind alle Teil der digitalen Gesellschaft, mal mehr, mal weniger. Und wie in den letzten Jahren üblich, werden wir euch auf eine Reise mitnehmen zwischen Bodensee und Matterhorn, der Bodensee ganz im Norden, das Matterhorn im Süden. Und wir starten jetzt mit Reiseleiter Kire. Ja, vielen Dank, Paki. Wir beginnen unsere Reise im Speckgürtel von Zürich und zwar in Flottbruck. Dort ist auch der Sitz der Swisssign Group, welche in Zukunft Herausgeberin des digitalen Schweizer Passes sein will. Es geht entsprechend um die elektronische Identifikation, um die EID, respektive um das Referendum gegen die Privatisierung des elektronischen Ausweises, welche das Parlament im letzten Jahr beschlossen hat. Exakt vor einem Jahr an dieser Stelle konnten wir darüber berichten, dass wir es geschafft haben und die benötigten 50.000 Unterschriften für das Referendum sammeln konnten. Im Januar konnten wir diese dann der Bundeskanzlei offiziell überreichen. Zunächst haben wir noch mit einer Abstimmung im Mai oder September gerechnet. Bekanntlich ist dann das Jahr auch im politischen Prozess ungewohnt verlaufen. Nun wird die Volksabstimmung am 7. März 2021 stattfinden. Nun, worum geht es bei der EID? Bei der EID geht es darum, die herkömmlichen Ausweisdokumente zu digitalisieren und in die Online-Welt zu überführen. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Ausweispflicht vorgesehen ist. Die EID ist aber noch mehr. Sie wird auch zu einem Pfeiler der digitalen Demokratie werden und für die Ausübung von Volksrechten zum Einsatz kommen. Entsprechend enthält sie die üblichen amtlichen Personenidentifizierungsdaten, wie zum Beispiel der amtliche Namen, das Geburtsdatum, aber auch ein Gesichtsbild. Es ist daher auch absehbar, dass die EID zum Beispiel auf einem Smartphone in Zukunft auch am Postschalter oder auch beim Grenzübertritt als Ausweis dienen kann. Und es geht bei der EID eben nicht darum, ein herkömmliches Login oder ein Single Sign-On zu schaffen, das als rein schweizerische Lösung auch nicht global funktioniert. Beim Referendum geht es uns aber auch nicht nur darum, den privaten Herausgeber durch einen staatlichen Datensammler zu ersetzen. Vielmehr muss bei der EID inhärent für einen hohen Datenschutz gesorgt sein. Stichworte hierzu sind
dezentrale Architektur, Privacy by Design, Einsatz von offenen Standards wie auch von Open Source Software. Daher steht nun, wie bereits gesagt, am 7. März 2021 die Volksabstimmung an. Der Abstimmungskampf haben wir Mitte Dezember mit einer Medienkonferenz lanciert und ein Bürgerinnenkomitee gegründet. Diesem gehören bereits über 1500 Personen an. Alle Infos zur Kampagne gibt es auf eidreferendum.ch. Helft mit, damit wir die Abstimmung im März gewinnen. Mit digitaler Demokratie geht es nun auch gleich mit Paki weiter. Danke, Kire. Ja, in der Alpenregion, wo wir uns im Moment befinden, lebt ein Tier, welches immer wieder auftaucht. Und das Thema, das poppt auch bei uns immer wieder auf. Es dreht sich natürlich um das Murmeltier sozusagen. Das Murmeltier der Netzpolitik, kann man schon so sagen. Es geht ums E-Voting. Nach dem Vortrag letztes Jahr haben wir das E-Voting, das Thema, etwa so hinterlassen. Es gab einen Public Intrusion Test. Danach waren so gravierende Mängel da, dass es zu einer Vernehmlassung dann kam. Und die Kantone haben dann gesagt, ja doch, wir wollen so ein bisschen weitermachen. Die Bundeskanzlei hat gesagt, ja, wir müssen weitermachen, aber irgendwie ist es so, ja, nicht befriedigen, lass uns doch mal mit ein paar Leuten reden, die irgendwie sowas schon mal gemacht haben oder irgendwie so ein bisschen eine Ahnung davon haben, anstatt Papier zu stapeln. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben eine Expertenkommission einberufen. Wir waren ursprünglich auch angedacht, dass wir dort teilnehmen könnten, aber es wurde dann gesagt, das Boot sei voll. Es hat leider keinen Platz für Vertreter der Zivilgesellschaft mehr. Und das ist für uns eigentlich auch noch gut, weil wir da ein bisschen in einer besseren Position sind, um das Ganze aus der Distanz zu betrachten. Aus dieser Expertenkommission, aus dieser Expertenrunde, die sich rein digital getroffen hat jetzt in diesem Sommer, ist nun ein Schlussbericht veröffentlicht worden. Letzten Montag wurde der an einer Pressekonferenz vorgestellt. Und wenn ihr Zeit habt, habt ihr ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen, guckt euch doch mal diese Pressekonferenz an, was da unser Bundeskanzler rauslässt, ist da also doch sehr, sehr abenteuerlich. Im Schlussbericht steht drin, das tönt eigentlich alles gut. Der Code soll offen zur Verfügung stehen. Nicht ständig natürlich, also es ist keine Open-Source-Entwicklung, aber es soll dann kontinuierlich irgendwie wieder ein Review geben davon. Es soll Bug-Bounties geben, es soll eine Responsible Disclosure geben und alles so ein bisschen auf dem Weg, wie man es macht und nicht so, wie es die Post letztes Jahr gemacht hat mit NDAs, mit Takedown-Notices und der Code, den bekommt man so ein bisschen unter der Hand, aber doch nicht. Und das tönt alles schon mal gut. Die universelle Verifizierbarkeit ist natürlich auch immer Teil davon. Das war klar, dass es kommt. Das heißt, dass man seine eigene Stimme am Gesamtresultat messen kann. Man kann quasi sagen, meine Stimme wurde richtig gezählt. Man kann auch sagen, wie das Resultat dann vom E-Voting-Teil natürlich nur ausgezählt wird. Es soll unabhängige Verifier oder Validatoren geben, dass ist so bei diesen, wenn diese E-Voting-Stimmen gezählt werden, werden da Sachen gemixt und das sollen irgendwie dann bis zu 4 unabhängige Systeme sein, die das dann verifizieren. Tönt alles spannend, tönt alles super. Ich verstehe es nicht als Laie und ich hatte dort meine Krypto-Vorlesungen. Die Kosten sollen die Kantone tragen. Schon im Bericht drin steht, dass die Kantone das nicht machen wollen, weil das würde dann so rund 1 Million pro Jahr kosten, dass dann halt die kleinen Kantone vor allem dann nicht haben. Und vor allem bleiben die Probleme. Ein Laie kann seine Stimme zwar in einer App dann nachvollziehen, ich gebe meinen Code ein, mein Code kommt zurück, es ist dann rot, grün oder gelb, was auch immer, Server not found, Streaming not found, es ist nicht nachvollziehbar. Das Verfahren ist nicht nachvollziehbar, ich kann es, wenn ich es selbst nicht erklären kann, kann ich es ja auch nicht nachvollziehen. Und das ganze System ist so komplex mit externen Verifier-Komponenten, dass
Das entspricht auch nicht dem, was man als transparentes System anschaut, was auch das deutsche Bundesverfassungsgericht so sieht. Und dort ging es ja nur um die Zählung quasi, ich habe für das gestimmt und ich habe für das gestimmt, mit einem Paper Trail und allem. Es ist für einen Bürger nicht nachvollziehbar. Nun, es ist Teil der E-Government-Strategie, das heißt, man kann ja nicht dort nicht weitermachen. Das wäre ja dann quasi eine Aufgabe, das heißt, es soll weitergehen ab dem Frühjahr 2020. Dort wollen sich die Kantone Thurgau, St. Gallen und Freiburg oder Fribourg dann wieder voll in diese Abschwingungen reinstürzen. Also voll geht nicht. Es dürfen maximal 30% eines Kantones und maximal 10% der ganzen Schweiz an E-Voting teilnehmen. Ob es allerdings zu diesen neuen Konditionen überhaupt Anbieter geben wird, ist im Moment sehr, sehr unklar. Wie viele sind Thema E-Voting? Wir werden da sehen müssen, was vor allem die Schweizer Post jetzt dazu sagt. Dann machen wir einen Sprung, und zwar nach Bern. Viele Themen in der Schweiz gehen von Bern aus, und auch dieses Thema, das sie eigentlich nicht so wirklich aufnehmen wollten, aber wir müssen es irgendwie darüber reden, auch wenn halt die ganze Welt im Moment darüber redet, ist die Pandemie, es geht um das Bundesamt für Gesundheit, es geht um Corona und die Bewältigung dieser Krise mit dem Blick auf die Digitalisierung. Alles andere will ich mir hier nicht anmaßen, das kann ich dann auf Twitter wieder machen. Und wenn es das Bild gibt, dass die Schweiz und ich glaube auch Deutschland, von dem, was ich mitgenommen habe, was diese Krise so ein bisschen die Bewältigung versinnbildlicht, dann ist es dieses hier. Infektionsmeldungen wurden am Anfang nur per Fax verschickt. Und da kamen da plötzlich sehr viele Faxe rein. Und das sah dann im Faxraum etwa so aus, ist natürlich nur ein Symbolbild. Das Original hat natürlich Patientendaten drauf und so weiter. Ja, und man kam dann nicht mehr nach mit dem Zählen. Und dann hat man halt die Ware genommen. Da mache ich den Beamten keinen Vorwurf. Ich meine, das ist eigentlich eine clevere Lösung. Das macht man im Moment auch schon, zum Beispiel, um Stimmzettel zu plausibilisieren. Nicht um zu zählen, aber zu plausibilisieren. Und die Digitalisierung, muss man sagen, wurde in diesem Bundesamt schlicht verschlafen. Was für einen halben Tuberkulosefall pro Jahr oder einen pro Jahr irgendwie skaliert halt nicht, wenn man dann plötzlich 4000 Meldungen pro Tag klassifizieren soll, deduplizieren soll und dann irgendwie noch sauber auf die Kantone wieder zurückverteilen soll. Das geht nicht, da wurde geschlafen. Mittlerweile sollte das ein bisschen besser funktionieren. Wir wissen es nicht ganz, am Wochenende kommen keine Zahlen. Alles ein bisschen schwierig. Mittlerweile werden die Daten aber digital übermittelt. Das Problem ist halt, wenn wir zurückschauen, wie die Bundesämter und die Gemeinden vor allem die Digitalisierung gehandelt haben in den letzten Jahren. Dann fällt mir dieser Bericht ein von Adrian Fichter von der Republik. Sie hatte ein bisschen recherchiert, wie die Daten von den Gemeinden, nachdem die Stimmzettel ausgezählt sind, zu den Kommunen, zu den Bezirken und dann zum Kanton gehen. Und da ist es halt so ein bisschen IT-Neuland, wenn da nicht irgendwelche Excel-Listen per E-Mail verschickt wurden. Da waren es irgendwelche Webportale oder irgendwelche selbstgestrickte Software mit dem Default-Passwort Wahlen oder noch viel besser Wahlen 2019, so zum Zeitpunkt, dass es installiert wurde. Wird natürlich nicht gewechselt, kann man nicht machen. Es gab aber nicht nur Schattenseiten bei der Bewältigung dieser Krise, jetzt im digitalen Bereich. Ganz vorne waren auch unsere Hochschulen beteiligt an der Forschung. Und zwar hat die École Polytechnique Fédérale de Lausanne das D3PT, das Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, entwickelt. Das ist ein Protokoll, das halt unter Vermeidung von persönlichen Daten dennoch ein Contact Tracing ermöglicht, was mittlerweile die Basis jetzt ist für alle Corona-Tracing-Apps, die so rumschwirren auf der ganzen Welt. Es ist mittlerweile auf Android und iOS ist es im Betriebssystem eingebaut. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, seit 2 Monaten oder so eine offene Implementierung, eine Nachimplementierung, sodass die Corona-Tracing-Apps theoretisch auch in den offenen Android-Stores dann verfügbar sind.
Das Tracing funktioniert so, auch theoretisch zumindest, grenzüberschreitend, wenn da nicht so ja, Staatsverträge wären. Und ich weiß, dass ich da mit der EU ein bisschen schwer, ich will da nicht noch politischer werden. Ja, es ist ein bisschen bescheiden, was da passiert. Ebenfalls ein Lichtblick in dieser Krise ist, wie sich die Community organisiert hat. Allen voran das Statistische Amt des Kantons Zürich. Sie haben sehr schnell reagiert und versucht, ein bisschen die Meldungen von den Websites zu scrapen, denn vom Bund kamen ja irgendwie keine Daten. Und sie haben Scraper geschrieben. Es haben sich, glaube ich, über 50 Personen an diesem Repository beteiligt. Und es ist wirklich fast sekundenaktuell. Da werden die kantonalen Websites abgerast im Minutentakt. Das ist wirklich, wirklich cool. Und sogar das Schweizer Fernsehen, das bezieht seine Daten zumindest teilweise aus diesem Repository für ihr Dashboard. So, und nun habe ich genug geredet. Es geht mit Kire weiter in die Innerschweiz. Die ohne Touristen im Moment ganz leer ist. Bitte. Ja, unsere Reise führt uns, wie angetönt, am Ende dieser Episode in die Innerschweiz und zwar nach Sursee am Sempacher See. Es geht um den Datenschutz und um das neue Datenschutzgesetz, das nach langem Hin und Her in diesem Jahr verabschiedet worden ist. Grund für die Revision war, dass das noch gültige Datenschutzgesetz doch etwas angegraut ist. Es stammt noch aus dem Jahr 1992 und nur zum Vergleich, der Mosaic Webbrowser wurde ein Jahr später veröffentlicht. Ziel der Revision war es, mit dem Gesetz kompatibel zur europäischen Datenschutzgrundverordnung zu sein, damit wir weiterhin zum europäischen Datenraum zählen. Und aus unserer Sicht auch ganz wichtig, das Schutzniveau darf keinesfalls im Vergleich zu heute gesenkt werden. Nach 3 Jahren intensiver parlamentarischer Debatte muss mit einer durchzogenen Bilanz geschlossen werden. Positiv ist, dass Neubußen bis 250.000 Franken im Gesetz bei Verstößen vorgesehen sind. Der räumliche Geltungsbereich wird auf das Ausland ausgedehnt. Das heißt, es gilt neu ein ausdrückliches Marktortprinzip, ähnlich wie es die Europäische Datenschutzgrundverordnung kennt. Es wurden explizit wichtige Prinzipien verankert, wie Privacy by Design, also Datenschutz durch Technik, und Privacy by Default, datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Zudem wurde ein Recht auf Datenherausgabe respektive Übertragung, sogenannte Datenportabilität, geschaffen. Negativ ist, es gibt weiterhin keine Verwaltungssanktionen, das heißt, es werden immer Privatpersonen bei Verstößen verfolgt und keine Unternehmen oder Organisationen. Es gibt keine Verbands- und Sammelklagen, welche die Rechtsdurchsetzung deutlich vereinfachen würden. Und auch beim Tracking und Profiling blieb es mehr oder weniger bei der alten Regelung. Wie bereits gesagt, entsprechend eine eher durchzogene Bilanz, die jedoch ohne den Druck durch die DSGVO, die ja für viele Unternehmungen in der Schweiz bereits Gültigkeit hat, und auch den ausstehenden Angemessenheitsbeschluss durch die EU-Kommission, der im Raum steht, wäre dieses Resultat nicht zu erreichen gewesen. Mit der Frage dieser Angemessenheit, also ob das Datenschutzniveau vergleichbar ist, musste sich in diesem Jahr auch der Gerichtshof der Europäischen Union beschäftigen. Es hat mit seinem Urteil im Juli das Privacy Shield Abkommen zwischen den USA und der EU für ungültig erklärt. Dieses regelte den Datenaustausch zwischen den Ländern, also den Datenaustausch von personenbezogenen Daten.
Im September ist dann der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte nachgezogen und auch er hat das Abkommen für die Schweiz ebenfalls als nicht ausreichend eingestuft. Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil auch die Anforderungen an die oft alternativ zu diesem Abkommen verwendeten vertraglichen Garantien, die sogenannten Standardsvertragsklauseln erhöht. Also die wurden als Alternative für den Datenaustausch oft verwendet. Mit diesem wurde der Austausch von personenbezogenen Daten zwischen den Ländern drastisch erschwert. Auch in diesem Punkt zog der ÖDÖP, also der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, in seinen praktischen Hinweisen zu seiner Einschätzung überraschend deutlich nach. Die Übermittlung von persönlichen Daten zu US-Unternehmen, die den Massenüberwachungsgesetzen in den USA unterstehen, sind damit nicht mehr datenschutzkonform, so sie sich nicht auf eine Einwilligung stützen oder einer vertraglichen Erfüllung dienen. In der Praxis scheint dies leider noch keine relevanten Auswirkungen zu zeigen. Hier wird sich nun insbesondere zeigen, ob die Datenschutzgrundverordnung in der EU die nötigen Zähne hat, um hier Wirkung zu entfalten. Nun zurück zum Datenschutzgesetz und speziell dem darin geregelten Auskunftsrecht. Das Auskunftsrecht kann nicht nur verwendet werden, um bei Firmen die eigenen Daten anzufordern, es kann auch für eine Anfrage beim Geheimdienst benutzt werden. Nach 30 Tagen müsste eigentlich dann eine Antwort eintreffen. Der Geheimdienst braucht dazu aber schon mal 10 Monate, um uns unsere Akten zu senden. Es stellte sich heraus, dass die digitale Gesellschaft in weit über 100 Dokumenten in den Datenbanken des Geheimdienstes verzeichnet ist. Dabei handelt es sich beispielsweise um Vernehmlassungsantworten, Berichte, Zeitungsartikel und auch Informationen zu unseren Beschwerden gegen die Massenüberwachung, also die Kabelaufklärung und die Vorratsdatenspeicherung. Der Umfang der Bearbeitung geht weit über die Aufgaben des Nachrichtendienstes hinaus. Und eine solche summarische Beantwortung, wie wir sie hier sehen, reicht auch nicht aus. Wir wollen natürlich wissen, in welchem Kontext beim geheimdienstlichen Morgenrapport über unsere provokativen Fragen gesprochen wird. Wir haben entsprechend nachgehakt. Die Antwort ist noch hängig. Nun, wie versprochen, kommen wir zum Schluss der Episode mit unserer Reise in die Innerschweiz. Das Auskunftsrecht lässt sich auch dazu verwenden, um Bußen für Spammer in der Schweiz zu erwirken. Nachdem ich gegen diesen Spammer bereits eine Verurteilung erwirkt hatte, hat er dummerweise gleich im Anschluss Spam-Mails an die E-Mail-Adresse der Big Brother Awards gesendet. Und er hat uns im Rahmen eines Auskunftsbegehrens nicht Art und Zeitpunkt der nötigen Einwilligung für den Erhalt von Massenwerbung mitgeteilt. Auf Antrag hat dies dann zur zweiten Verurteilung geführt. Und nun gehen wir weiter in unserer Reise nach Winterthur. Ja, danke Kire. Wir sind in Winterthur. Ein Parlamentarier der Evangelikalen, Nick Gucker, der kommt von dort. Hier die Altstadt von Winterthur, der Justitia von dem Schauplatz unseres nächsten Themas. Netzsperren und Netzneutralität. Nick Gucker ist Politiker und Politiker sind ja immer etwas erstaunt, wenn es ums Internet geht, Stichwort Neuland und so. Nun hat dieser Nick Gucker herausgefunden, dass es im Internet, dem Neuland, frei zugängliche Pornografie gibt. In Corona-Zeiten natürlich ungefähr das wichtigste Thema, das man sich vorstellen kann. So hat er natürlich auf der Höhe der Pandemie
eine Motion eingereicht, bei der es um Jugendschutz im Internet geht. Was bei dieser Motion auffällt, ist, wir haben neu auch Hashtags in Motionen. Die Frage ist jetzt, ob man das nur bei netzpolitisch relevanten Motionen machen darf oder ob das generell gilt. Wir müssen da vielleicht mal bei den Parlamentsdiensten oder im Parlamentsbüro, wäre das, glaube ich, Kire, oder? Mal nachfragen, wie das genau ist. Vielleicht gibst du da eine Regel. Vielleicht muss man so einen Hashtag allozieren, oder? Ist alles ein bisschen kompliziert. Nun, im Text fordert der Zugangssperren, also für uns eigentlich, als wir die Motion gesehen haben, Netzsperren. Das war uns eigentlich allen klar. Die Motion wurde leider auch von namhaften Politikern unterstützt, beziehungsweise mit unterzeichnet. Leider auch von solchen, die sich seit Jahren für eine anständige Netzpolitik einsetzen, gegen Überwachung, für die Netzneutralität. Und anscheinend hat der Motionär Gucker zugesagt, er wolle quasi nicht auf Netzsperren abzielen. Der Bundesrat sieht das aber eigentlich genauso wie wir. Und sagt und erklärt mal, was Netzsperren sind. Und er brauchte eigentlich die Worte, die ich letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr gebracht habe. Es ist ein Instrument, das leicht zu umgangen werden kann. Er nimmt auch quasi unsere Position, dass es grundrechts- und verfassungswidrig ist. Und es erstaunt so ein bisschen, dass wir das so lesen. Wir haben es lange nicht gesehen, dass der Text ist, glaube ich, aus dem September oder noch früher und das ging irgendwie unter. Aber für Politiker, die diesen Talk schauen, Netzsperren, ich muss dir das Bild bringen, sorry. Netzsperren funktionieren etwa so. Das sage nicht ich, das sage nicht Kire, das sagt nicht der Bundesrat. Und was uns aber doch ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, jetzt wenn man einen Schritt zurück macht, ist, dass der Bundesrat sich nie so geäußert hat gegen Netzsperren, sei es jetzt im Glücksspielgesetz oder im Fernmeldegesetz, das jetzt neu dann irgendwie am 1.1. in Kraft tritt. Und auch nicht bei anderen Gelegenheiten. Es kommt immer wieder vor und bitte, liebe Politiker, wir wissen, dass ihr unsere Talk schaut, es sieht so aus. Und im Fernmeldegesetz haben wir eine Bestimmung eingebaut, die bei qualifizierter Pornografie eine Sperrung, eine Löschung, nicht eine Sperrung, eine Löschung dieser Inhalte erlauben würde. Es erlaubt die internationale Zusammenarbeit bei der Verfolgung dieser schweren Straftaten. Aber es gibt jetzt in den Umsetzungsbestimmungen wird dieser Absatz nie erwähnt. Das heißt, es wird zwar sehr wohl auf Netzsperren eingegangen, aber die Löschung dieser qualifizierten Pornografie ist weder für den Bundesrat, noch für die Bundesämter, noch für die evangelikalen Politiker irgendein Thema. Und das ist eigentlich ein Opferschutz, den wir uns leisten können und leisten müssen. Diese paar hunderttausend Franken, die müssen wir investieren und wir werden da sicher auch dranbleiben. So etwas, das ein bisschen erfreulicher ist, denn mit dem neuen Fernmeldegesetz kommt auch etwas rein, wo wir seit 2013 dafür kämpfen. Wir sind da in diversen Gruppen reingesessen, mit Lobbyisten von Swisscom und so weiter, große Fernmeldeanbieter, die Netzneutralität untergraben wollten. Und das neue Gesetz, das tritt jetzt am 01.01.2021 in Kraft. Und der Paragraph 12e dieses Gesetzes sagt, es gibt ein offenes Internet. Im ersten Absatz steht, dass man die Dienste nicht oder die Daten nicht diskriminieren kann. Weiter unten gibt es noch so ein paar Ausnahmen im Gesetz. Aber wir haben bei der Verordnung drauf geschaut, oder bei der Vernehmlassung zur Verordnung drauf geschaut, dass es keine Ausnahmen gibt und das war extrem wichtig. Wir haben so den Behörden den Rücken gestärkt gegenüber den Lobbyisten, die gesagt haben, ach, wir machen dieses Zero-Rating für Spotify oder so, das ist schon kein Problem. Und durch das, dass wir uns dort so ein bisschen eingesetzt haben, wird es jetzt eine Netzneutralität geben, die man auch Netzneutralität nennen kann. Und jetzt zu einem ganz oder ähnlichen Thema, es geht immer noch ums Netz, und zwar etwas, das bis heute in Lausanne gespielt hat, nämlich vor dem Bundesgericht in Lausanne.
Es geht um die Kabelaufklärung. Zur Kabelaufklärung, wir haben David Herzog hat mal diese Grafik vor langer Zeit gemacht. Ist ein bisschen wichtig, sich vor das geistige Auge zu holen, wie das funktioniert. Man hat zuoberst den Datenstrom. Das heißt, ich schicke Kire eine E-Mail. Dann kommt das Zentrum für elektronische Operationen und greift diese Daten ab. Dort steht dann, ich werde irgendwie überwacht vom Geheimdienst. Und ja, Kire hat irgendwie seine Postieradresse genommen. Das heißt, das geht ins Ausland. Das heißt, diese Daten werden dann in den großen Datenspeicher genommen und an den Nachrichtendienst weitergeleitet. Jetzt, wenn ich wissen will, welche Daten werden über mich erfasst, dann muss ich zuunterst beim Nachrichtendienst anfragen. Die Erfassung der Daten erfolgt aber eigentlich schon eine Stufe weiter oben. Und dort habe ich gar keine Möglichkeiten, irgendwie an meine Daten zu kommen. Und dann dauert es dann halt diese 10 Monate, die Kiri schon erwähnt hat. Wir haben... da sind jetzt auch schon Jahre dran, eine Klage gemacht gegen diese Kabelaufklärung mit Leuten aus dem Ausland, mit Journalisten aus dem In- und Ausland und mit Privatpersonen aus der Schweiz, damit niemand sagen kann, das betrifft euch nicht, euer Datenverkehr bleibt in der Schweiz, das ist alles kein Problem. Und das Bundesverwaltungsgericht hat letztes Jahr entschieden, dass wir kein besonderes Beschwerderecht haben, dass wir nicht beweisen können, dass wir mehr betroffen sind wie andere. Das heißt, es werden alle gleich überwacht. Das heißt, es hat auch niemand ein Beschwerderecht, das ihm erlauben würde, gegen diese Überwachung zu klagen oder zu sagen, hey, nehme mich da raus, ich will das nicht. Nun, das Bundesverwaltungsgericht hat ebenfalls gesagt, dass Betroffene doch die Datenauskunft beim Nachrichtendienst einholen können, so wie wir das gemacht haben für die digitale Gesellschaft. Aber das war dieses Urteil und jetzt haben wir Post bekommen. Quasi heute Mittag wurde das veröffentlicht. Das Bundesgericht sagt, bei der Funk- und Kabelaufklärung handelt es sich um eine anlasslose Massenüberwachung. Muss man mal sich so sitzen lassen, weil in der Schweiz haben wir bisher immer ein bisschen verloren bei dieser Argumentation und es hat uns eigentlich nie ein Gericht bestätigt, dass es sich hier um Massenüberwachung handelt. Das ist schon mal schön, das so zu lesen vom Bundesgericht, denn normalerweise müssen wir da noch Instanzen höher gehen oder an eine Instanz höher, um dann das zu lesen. Bereits das Erfassen der Daten durch das Zentrum für elektronische Operationen stellt eine Überwachung dar, eine Datenerfassung. Das ist Gerichtssprech für Überwachung. Das heißt also, wir können uns beim die Datenerfassung findet statt, weiter oben, aber wir haben dort keine Möglichkeit, uns zu beschweren oder eine Einsicht dort zu verlangen. Das ist schon mal ein Problem, und zwar ein Riesenproblem. Und das Bundesgericht argumentiert am Schluss oder folgt am Schluss, dass nicht ausschließen kann, dass die Überwachung ausgesetzt werden muss, um den Grundrechtsschutz für die Beschwerdeführerin und wir nehmen das jetzt mal quasi für die ganze Schweiz und für alle Personen auch im Ausland. Das heißt, es kann sein, dass die Kabelaufklärung eingestellt werden muss, um den Grundrechtsschutz aller Leute dieser Welt sicherzustellen. Und das ist eine super, super News. Das ist schon so ein bisschen eine Ansage für das Gericht, für das Verwaltungsgericht, dass man das nochmals beurteilen muss. Und das Bundesverwaltungsgericht, das war gar nicht eingetreten auf unsere Klage materiell. Das heißt, es hat gar nicht beurteilt, ob wir jetzt ausgenommen werden aus dieser Überwachung oder nicht. Und das müssen sie jetzt. Zusatz ist, wir bekommen einen ganz kleinen Teil unserer Kosten zurückerstattet. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil.
immer ein bisschen doof, nach Spenden zu fragen, aber wir brauchen Spenden, wir brauchen Geld, um diese Klagen weiterzuziehen. Es kostet Zehntausende von Franken, so eine Klage. Und wir fangen jetzt eigentlich wieder von Null an, vor dem unteren Gericht jetzt. Aber wir nehmen diese Zuschrift natürlich gerne an vom Nachrichtendienst. Und damit gehen wir jetzt zurück an Kaffee trinken an unserem Vereinssitz mit Kire. Ja, wir beenden unsere Reise durch die netzpolitische Schweiz in Basel. Das ist auch der Sitz der digitalen Gesellschaft und weisen an dieser Stelle auf Veranstaltungen und Treffen hin. Der Winterkongress konnte im vergangenen Februar noch in der Roten Fabrik in Zürich stattfinden. Nun wird der kommende Winterkongress 2021 vor Ort produziert, dann jedoch per Stream, Videokonferenz und Chat verbreitet. Der Winterkongress wird neu bereits am Freitagabend, also am 26. Februar und dann am Samstag, 27. Februar, wie gewohnt, stattfinden. Es werden wiederum abwechslungsreiche Vorträge und Workshops angeboten. Das Programm ist bereits online und auch Tickets sind ab sofort erhältlich auf winterkongress.ch. In diesem Jahr sind wir auch in die Bitwäscherei, dem neuen Hackerspace in Zürich, eingezogen. Fast 300 Quadratmeter in dem ehemaligen Gebäude der Zentralwäscherei in Zürich bewohnen wir zusammen mit dem CCC Zürich, dem MechArt Lab und der Linux User Group Switzerland. Zurzeit finden leider keine Veranstaltungen statt. Wir freuen uns aber auf Besuch, sobald es die Pandemie, die Situation wieder zulässt. Dennoch gibt es einige regelmäßige Treffen. So findet das nächste Netzpolitik-Treffen, wo sich alle interessierten Gruppen und Personen aus der Schweiz austauschen, am 8. Mai 2021 statt. Zum virtuellen Stammtisch treffen wir uns jeden dritten Donnerstag im Monat. Am nächsten Stammtisch werden wir uns über die EID aus dem Kanton Schaffhausen austauschen. Den nötigen Input erhalten wir von Projektbeteiligten. Wir sind auch an der RC3. Nun gleich im Anschluss treffen wir uns zu einem virtuellen Austausch per Big Blue Button. Die URL seht ihr hier in den Slides. Wer sich für Netzpolitik in der Schweiz interessiert, ist herzlich eingeladen, teilzunehmen. Wir können da auch noch auf Fragen zum Vortrag eingehen. Und wir sind auch mit einem Informationsstand in der RC3 World vertreten. Dieser ist in der Bitwäscherei Assembly zu finden. Alle nötigen Informationen und Links lassen sich auf unserer Homepage finden. Nun vielen Dank für das Zuhören. Wenn es ein, zwei Fragen gibt, dann können wir auf diese jetzt gerne noch eingehen. Wir haben noch ein paar Minuten, auch wenn wir etwas später begonnen haben. Und dann im Anschluss, aber wie gesagt, treffen wir uns auf liegers.ch/pub/bitwäscherei zum weiteren Austausch. Danke Kire, danke Paki für diesen spannenden Vortrag. Auch amüsant. Ein amüsanter Vortrag, obwohl nicht immer lustig. Speziell möchte ich euch natürlich auch gratulieren zur Durchsetzung der Netzneutralität und dem Sieg am Bundesgericht. Du darfst uns gratulieren, der ganzen Schweiz. Der ganzen Schweiz, das klingt gut. Ich gratuliere der ganzen Schweiz. Um vielleicht den Zuhörern noch ein bisschen Zeit zu geben, um Fragen zu stellen, stelle ich erst noch eine. Und zwar hat mich noch Wunder genommen, oder würde ich gerne noch von euch hören, ob ihr eine Einschätzung dazu habt, wie das jetzt ist mit dem Bundesrat und der Netzpolitik, der Netzsperren. Entschuldigung. Ja, vielleicht könnt ihr auch sagen, was so eine Motion für eine Bedeutung hat. Ist das wirklich etwas Bedeutendes oder sollte man das nicht zu hoch gewichten, dass da mal etwas quasi in unserem Sinne von Bundesratsseite her
zu verlautbaren macht. Ja, es ist halt unglücklich, dass, dass sehr viele Politiker dann diese Motion unterstützt haben, obwohl das ja ganz klar auf Netzsperren abgezielt hat. Also da, das passiert mal in der Hitze des Gefechtes, sollte aber nicht. Also sehr unglücklich gelaufen. Eine Motion ist ein bisschen stärker als eine Anfrage an den Bundesrat. Das kann dann weitergehen, kann nicht weitergehen. Wird meistens danach irgendwie zurückgezogen nach der Antwort des Bundesrates. Aber ja, ich meine, es gibt Anfragen an den Bundesrat zu Bündnerfleisch, die kennen wir alle, und zu Zuchtbeiträgen an irgendwelche Pferde, wo dann die Anfrage, die Kosten dann höher waren für die beantwortete Frage als die wirklichen Zuwendungen. Also vielleicht auch noch, ich würde es jetzt als sehr positiv bewerten, dass jetzt der Bundesrat jetzt so klar Position bezogen hat, und wir werden natürlich dann dieses auch wieder zitieren, wenn woanders entsprechend von Netzsperren die Rede ist. Es ist natürlich schon etwas bitter, dass es mit ein paar Jahren Verzögerung nun gekommen ist und dass sich der Bundesrat zu so einer Antwort und zu einer Einschätzung hat durchringen können. Ja, aber spart uns in der Zukunft ein bisschen Schreibarbeit, wenn man das copy-pasten könnte. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr erwartet, dass das Impact hat, also obwohl es nur eine Emotion, eine Antwort auf eine Emotion ist, kann man daraus politisches Kapital schlagen, aus unserem Sinn. Ja. Dann eine Frage hier aus dem Chat. Die Frage ist, ob es auch eine Art IFG für die Schweiz gibt. Ich nehme an, ist das Informationsfreiheitsgesetz gemeint, weil dann der Hinweis auch auf Frag den Staat oder fragt den Staat CH vielleicht eines Tages mal kommt. Könnt ihr dazu etwas sagen? So etwas gibt es schon. Es gibt die Website Öffentlichkeitsgesetz.ch. Dort sind auch sehr viele Adressen dann hinterlegt. Klickt euch dort mal rein. Öffentlichkeitsgesetz.ch ist von Martin Scholl betrieben. Macht da super Arbeit, und man bekommt uns auch einen Reminder, nachdem man die Abfrage abgeschickt hat, dass man nochmals, dass jetzt diese 30 Tage abgelaufen sind, dass man sich nochmal melden soll. Also kriegt einen Brief, unterschreiben, E-Mail senden. Gut, dann vielleicht, weil es relativ bald jetzt auf der politischen Agenda steht, könnt ihr oder wollt noch etwas dazu sagen, wie man sich oder wie sich Zuhörer und Zuschauer heute für das E-Referendum engagieren oder einsetzen können, wenn sie den Tag heute sehen. Vielleicht kannst du noch etwas zur schönen kleinen Figur da im Hintergrund sagen. Ja, das ist der Glaube, der Sujet des Referendumskomitees, des Abstimmungskampfes. Und ja, es gibt alle nötigen Informationen zum Referendum auf der Kampagnenwebseite, die ist e-id-referendum.ch. Da gibt es die Möglichkeit, sich für Newsletter einzuschreiben. Da gibt es Möglichkeiten, sich dem BürgerInnenkomitee anzuschließen. Da gibt es Möglichkeiten, um auch eine Spende zu machen. Wir planen ab Januar 1 Million Schweizer Pässe in die Haushalte zu bringen, um für die Abstimmung zu informieren. Und da sind entsprechend auch finanzielle Mittel gefragt. Also wie gesagt, alle Möglichkeiten, um sich zu beteiligen auf der Kampagnenwebseite. Gut, dann danke ich euch an dieser Stelle noch einmal, und ich würde sagen, ich verweise dann auf das digitale Pub, in dem die Diskussion weitergehen kann mit euch beiden. Und von den Stream-Only-Zuschauern verabschieden wir uns für den Moment. Weiter geht's hier um 17:30 Schweizer Zeit mit Visual Dynamics of Healthy Again.